Wir wollen die beiden Begriffe kinetische Kontrolle und thermodynamische Kontrolle erläutern. Wir haben hier das Reaktionsprofil einer Parallelreaktion. Intermediate, das ist unser Ausgangsstoff. Das Intermediate kann in der Reaktion 1 zum Produkt 1 reagieren und kann in der Reaktion 2 zum Produkt 2 reagieren. Produkt 1 ist thermodynamisch weniger stabil als Produkt 2. Die Reaktion 1 hat eine deutlich geringere Aktivierungsenergie als die Reaktion 2. Bei kinetischer Kontrolle herrscht ein Mangel an Energie. Die Reaktion wird dann den Weg gehen, der den geringsten Aktivierungsberg beinhaltet, also den Weg zu B. Kinetische Kontrolle liegt dann vor, wenn wir eine niedrige Temperatur haben, wenn wir kurze Reaktionszeiten haben und wenn wir einen Katalysator vorliegen haben. Dann gilt das Wegscheidersche Prinzip, die schnellste Teilreaktion bestimmt den Reaktionsverlauf. Wenn die Energie keine Rolle spielt, wenn wir also hohe Temperaturen haben und auch lange Reaktionszeiten, dann haben wir thermodynamische Kontrolle. Dann ist es für das System fast ebenso leicht, den Energieberg IA1 zu erklimmen wie den Energieberg IA2. Dann entsteht bevorzugt das stabilste Produkt, das Produkt mit der geringsten freien Enthalpie.